Herzlich willkommen bei Duxon Photography und zur Vorstellung von unserem neuen Preset-Pack. Die Idee war es, dir die Möglichkeit zu geben, Bilder super duper schnell zu bearbeiten. Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist es mit Presets. Das sind Voreinstellungen. Ich bin jetzt hier in Lightroom. Ich klicke mal hier auf Entwickeln. Und ich gehe jetzt mal einfach in ein Shooting rein. Ich habe hier Anna fotografiert, Canon EOS RP. 24 mm bei f1.4 bis f2.0, irgendwo dazwischen. Und das sind jetzt die unbearbeiteten Bilder. Die sehen schon schön aus so. Was ich jetzt machen kann, um den Bildern so ein bisschen mehr meinen eigenen Stil zu geben, ich habe hier links die Presets, das sind Voreinstellungen, die ich erstellt habe. Und wenn du jetzt auf eins klickst, zum Beispiel auf Gloria, dann siehst du direkt, was hier passiert. Ich gehe nochmal rückgängig, so sieht das Bild aus und klicke ich hier drauf. Verändert sich das Bild. Ich kann jetzt hier unten im Grunde alle Bilder markieren und synchronisieren klicken. Ich klicke mal auf alles und dann wird das, was hier auf dem Bild passiert ist, durch dieses Preset, wird auf alle anderen Bilder angewendet. Das heißt, alle anderen Bilder haben den gleichen Look. So habe ich jetzt all die Bilder hier unten bearbeitet, ohne dass ich eigentlich irgendwas gemacht habe mit jedem einzelnen Bild, sondern ich habe eigentlich nur ein Bild bearbeitet. Wir können das nochmal machen. Wir nehmen nochmal einen anderen Look. Nehmen wir mal Heaven Up. Ich klicke wieder, ich mache es ein bisschen dunkler. Ich klicke wieder auf Synchronisieren. Und jetzt werden all die Bilder, die ich markiert habe hier unten, in genau dem Look dargestellt. Ich kann das jetzt noch bearbeiten, verändern. Nicht jedes Preset passt ideal zu jedem Bild. Und wir machen das nochmal. Wir nehmen mal noch einen anderen Look. Nehmen wir mal Valeria hier und ich kann das jetzt auch auf die Bilder übertragen, indem ich synchronisieren klicke, alles auswähle, synchronisieren und ihr seht jetzt hier unten, wie der Look sich ändert. Von dem lila Look, der hier noch ist, zu einem ganz anderen Farblook. Der Himmel sieht ganz anders aus, das Kleid sieht ganz anders aus, der komplette Look ist geändert, ohne dass ich eigentlich was gemacht habe am Bild. Und das ist eine Möglichkeit, wie du ganz schnell Ergebnisse kriegen kannst. Wir können auch mal einen Schwarz-Weiß-Look wählen. Nehmen wir mal Black and White 2. Kopieren das auch wieder auf all die vorigen Bilder. Jetzt klicke ich einfach drauf. Und ich kann die Bilder jetzt schon so speichern. Ich kann natürlich noch mehr bearbeiten. Muss ich aber oft gar nicht. Oft reicht das schon. Und die Bilder können im Grunde so bleiben, wie sie jetzt sind. Und ich muss mir nur aussuchen, welchen Look möchte ich. Und das Einzige, was ich dann noch mache, wenn ich einen Look habe, ist entweder hier oben den Horizont gerade machen, damit die Wege und die Mühle alles gerade ist, es heller, dunkler zu machen oder die Wärme reinzudrehen durch Temp, durch den Weißabgleich oder es kühler zu machen. Das sind die Sachen, die ich mache. Begradigen. Weißabgleich, warm oder kalt und heller, dunkler. Alles andere braucht eigentlich nicht. Ich habe das Bild, ich klicke mal ein Preset an. Nehmen wir mal das hier. Ich kann es noch ein bisschen wärmer machen. Kopiere das auf die nächsten 20, 30, 40, 50 Bilder. Und dann kann ich die alle durchgehen und ich kann höchstens noch heller, dunkler machen. Aber der Look ist eigentlich schon fertig. Und wenn ich gerade fotografiert habe, dann muss ich oft nichts mehr verändern. Nehmen wir nochmal auf die gleichen Bilder einen anderen Look. Nehmen wir mal Gringo. Ich mache wieder synchronisieren. Ich gehe nochmal zum ersten Bild hier. Jetzt haben wir einen ganz anderen Look und das mit einem Knopfdruck und das auf alle Bilder, die wir hier gemacht haben. Und das findest du jetzt unten in der Linkbeschreibung. Habe ich den Link, dass du es auch kannst. Du kriegst diese 44 Presets. Du kannst hier rüber scrollen und du siehst ganz genau, was mit dem Bild passiert, wenn du dann drauf drückst. Und es funktioniert für Lightroom, egal in welcher Version, und gibt dir die Möglichkeit, super duper schnell deine Bilder zu bearbeiten. Nochmal hier. Das ist das Bild unbearbeitet, sieht schon ganz okay aus. Klicke ich auf Citygate, kopiere das auf die nächsten Fotos und dann habe ich einen schönen Farblook mit tollen Farben, schön sommerlich
Und ich muss einfach nur die Bilder durchgehen und vielleicht begradigen, ein bisschen heller, dunkler machen. Aber eigentlich sind die Bilder schon fertig. Wenn ich einen anderen Look will, dann wähle ich halt ein anderes Preset. Okay, wir gehen einfach nochmal weiter in die nächsten Bilder. Schauen wir uns mal hier am Baum die Fotos an. Nehmen wir mal das Bild, nehmen jetzt nochmal einen anderen Look, vielleicht Blue. Ich kann es noch ein bisschen wärmer machen, so. Jetzt kopiere ich das auf all die vorigen Fotos, synchronisieren. Und jetzt sehe ich hier die Bilder fertig bearbeitet. Mit nur einem Klick sind alle Bilder jetzt in dem Look. Ich kann das rückgängig machen, dann sieht das so aus. Oder in diesem Look. So. Das hier sind die nächsten Bilder unbearbeitet, sieht schon gut aus. Ich wähle wieder irgendeinen Look. Nehmen wir einfach mal Dirksson. Kopiere das auf die nächsten. Und schon habe ich einen fertigen Look, fertige Farben. Und das im Grunde egal mit welcher Kamera. Ich habe hier die Canon EOS RP benutzt. Aber es ist im Grunde ganz egal. Kameraeinstellung sieht man hier 85mm 1.2 bei F1.2. Anna läuft der Kamera entgegen. Da ist nicht jedes Foto scharf. Autofokus ist auf Gesichtserkennung, das klappt ganz gut. Anna ist hier in der Luft. Und so kannst du ganz schnell deine Bilder bearbeiten. So bearbeite ich alle Bilder, ob Hochzeit oder Street Photography oder Fotos mit Freunden. Ich nehme ein Bild, ich wähle mir einen Look, der mir gefällt. Nehmen wir nochmal irgendwas an. Nehmen wir Movie Start oder nehmen wir mal Napoli hier. Nehmen wir Napoli, ich mache es einen Tick heller und kopiere das jetzt auf die nächsten Bilder, die kommen. Zack. Ich warte, bis es fertig ist und jetzt kann ich jedes Bild einzeln durchgehen und habe im Grunde ein fertiges Foto, wo ich im Grunde sehr wenig noch dran machen muss. Und das im Grunde in einer Sekunde Bearbeitung. Und du kannst das jetzt auch. Ich dachte mir, ich zeige dir das mal hier angewendet an echten Bildern, damit du ein Gefühl dafür kriegst, wie schnell eigentlich Bildbearbeitung funktionieren kann. Ich kann es wieder ein bisschen heller machen. Das heißt, wir gehen zurück. Das ist das Foto. Ich wähle mir irgendein Preset. Bam, 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 bam. Simple. Und dann habe ich hier das fertige Bild, ohne dass ich mehr machen muss. Gehen wir nochmal einen Tick weiter. Nehmen wir nochmal eine andere Szene, einen anderen Ort. Ich nehme wieder Dirksson, kopiere das auf all die Bilder, die kommen. Zack. Und jetzt kann ich einfach durchgehen und einfach das Bild heller machen. Und das war's schon. Entweder ich mache das Bild heller, ich mache den Weißabgleich kühler oder wärmer. Oder ich begradige das Bild. Und das reicht oft schon, um zu einem fertigen Bild zu kommen. Nehmen wir ein paar Bilder hier von mir. Das bin ich. Klicke ich jetzt zum Beispiel auf Gringo. Habe ich hier einen fertigen Look, der ziemlich cool ausschaut, finde ich. Hier ist die Fuji X-T3 dabei. Ich gehe aufs nächste Bild, klicke wieder auf Gringo. Zack, Bild ist fertig. Nächste Bild, klicke auf Gringo. Zack. Ich kann auch irgendeinen anderen Look wählen. Du siehst immer im Grunde genau, wie das Bild aussehen würde, wenn ich jetzt draufklicken würde. Bleiben wir bei Gringo, ich kann es einen Tick heller machen. Ich kopiere es auf all die Bilder, die kommen, zack, zack. Und schon siehst du hier unten, wie alle Bilder sich verändern und das Bild im Grunde fertig ist, ohne dass ich jetzt überhaupt was wirklich gemacht habe. Okay, wir können mal schauen, ob wir noch eine andere Kamera hier haben, die X-T3. Einfach, dass man nochmal an einer anderen Kamera das sieht. Also, wir haben hier die Fuji X-T3, ist im Grunde der gleiche Ort, gleiches Thema. Nehmen wir mal ein bisschen andere Bilder. Nehmen wir einfach mal sowas hier. Hier haben wir ein Bild, Fuji X-T3 18-55mm. Jetzt kann ich hier auch einfach ein Bild auswählen und auf all die anderen kopieren. Und dann habe ich im Grunde das fertige Bild in dem Look. Das ist jetzt die Fuji mit dem Zoom-Objektiv.
Ich kann auch einen anderen Look wählen. Nehmen wir mal andere, die wir noch nicht hatten. Vielleicht einfach Nummer 2. Mach es einen Tick dunkler. Kopiere das auf die nächsten Fotos. Jetzt siehst du hier unten, wie es sich ein bisschen ändert. Ich kann durchgehen. Mach es ein bisschen heller. Und schon sind die Bilder fertig. Ich kann jetzt noch näher in die Datei reingehen und die Haut feiner machen. Das alles ein bisschen weicher machen, was ja bei den Frauen immer ganz schön ist. Aber du siehst, das Bild ist im Grunde genommen schon fertig. Wenn ich es jetzt mal groß mache, das ist das Bild, ruckzuck bearbeitet. Ob das jetzt die Canon gemacht hat oder die Fuji-Kamera, ist im Grunde vollkommen egal. Gucken wir uns nochmal das nächste Setting an. Fuji 18-55mm war das einzige Objektiv, was ich hatte. Klick auf, nehmen wir mal auf Beige. Kopiere das auf all die nächsten Bilder. Zack, fertiges Ergebnis. Und jetzt kann ich einfach durchgehen und mir die Bilder angucken. Das ist der fertige Look. Eine Sekunde Bildbearbeitung. Und wie gesagt, manchmal muss ich die Bilder noch ein bisschen heller machen oder dunkler. Aber der Look ist im Grunde genommen fertig. Und den Look kann ich ganz frei wählen. Ich kann auch einen anderen Look nehmen. Nehmen wir Haze. Jetzt haben wir einen anderen Look. Kopieren das wieder auf die anderen Bilder. Wenn ich jetzt durchgehe, haben die Bilder ein ganz anderes Gefühl. Ganz andere Farbtemperatur. Nächstes Foto. Ich meine, die Bilder sehen schon ganz okay aus, unbearbeitet. So kann man sie auch lassen. Oder man gibt ihnen einfach nochmal einen gewissen Look. Je nachdem, was einem gefällt. Eher was Warmes, eher was Kaltes. Ich bin mal wieder bei Movie Start. Kopiere das auf die nächsten Fotos. Zack. Jetzt siehst du hier unten, wie sich das alles verändert. Ich mache mal auf Groß. Und wir sehen das fertige Bild. Im Grunde mit einer Sekunde Bildbearbeitung pro Bild. Wenn du auch die Presets haben möchtest, du siehst jetzt, wie einfach das anzuwenden ist, findest du den Link in der Beschreibung unter dem Video. Das Preset-Paket hat 44 Presets und kostet 39,95 €. Das heißt, du zahlst unter 1 Euro fürs Preset. Du kannst es dein Leben lang nutzen. Du hast die Looks, die du hier gerade siehst, die du mit einem Klick sozusagen erreichbar hast. Und du kannst aussuchen, welchen Look möchtest du denn für deine Bilder benutzen. Und es funktioniert im Grunde mit egal welcher Kamera. Du hast gesehen gerade eben die Canon-Bilder. Jetzt haben wir hier die Fuji-Kamera. Das gleiche funktioniert auch mit den Sony-Modellen. Das habe ich auch hier getestet. Und ja, ich denke, jetzt hast du einen Einblick bekommen, wie ich Bilder bearbeite. Ich habe einen Videokurs über Bildbearbeitung erstellt. Jeder, der den gekauft hat, bekommt all die Presets hier zugesendet Ende Oktober. Für alle, die den Kurs nicht gekauft haben, haben jetzt eine günstige Möglichkeit, einen großen Teil der Bildbearbeitung mitzunehmen für einen kleinen Preis, um mit einem Knopfdruck zu schnellen Ergebnissen zu kommen. Vielen Dank.